Es ist 3.55 Uhr, wir haben den 29.11.2023 und heute ist im Video nicht nur ein Patch, sondern neuer Content angesagt. Arthur Schuhe im dritten Spot von Olokita. Und damit Salam Aleikum und Aleikum Salam, meine Freunde. Die Patch Notes werden heute komplett krank, aber wartet's ab. Waka waka Samina Mina Sankaleva. This time for Waka Yoshi. Bevor es um die Patch-Analyse geht, Leute, nochmal eine ganz kurze Ankündigung, ja? Es ist Sabaton-Zeit. Die zweite in meinem Leben, gemeinsam mit Young und Abe, der eine aus Heidelberg, der andere aus Mönchengladbach, die besuchen mich über das Wochenende, 5 Tage lang. Der Sabaton startet um ca. 14 Uhr auf twitch.tv/wakayashi und der Free-Stream geht erstmal bis Donnerstagabend. Donnerstagabend, ja, besuchen mich dann Young und Abe. Ich hole die ab und der Stream endet, je nachdem, wie ja, krass der Sabaton wird, spätestens am Montagabend um 22 Uhr circa. Die wilde Fotokollage soll euch dienen, was euch hinter diesen Subgoals erwartet. Und wir werden nicht nur BDO spielen, wir werden aber auch gerne Community Games spielen, wie zum Beispiel Lethal Company, League of Legends, Custom Games, aber auch Minecraft, das erste Mal für mich. Diesen Link werde ich euch ebenfalls unten in die Beschreibung reinhauen und dann könnt ihr euch das Ganze gerne nochmal in Ruhe durchlesen. Wir werden aber auch darüber nochmal im Stream reden, aber jetzt geht es erstmal um die Patch-Analyse im BDO. Also fangen wir an. Zuallererst haben wir im Event 1 Olokita Screenshot Events. Ja, ihr macht ein paar Screenshots nach dieser Form hier, postet sie und habt dann Chance auf das hier, beziehungsweise jeder, der mitmacht, bekommt das hier. Nicht so lohnenswert, also ist okay, aber egal, wir gehen weiter. Scarecrow, I'm counting on you. Ja, in diesem Event geht es darum, dass ihr an der ja, Scarecrow, an der Puppe, XP farmen könnt für Kampf-XP und Talent-XP. Das Ganze wird unterstützt mit einem Silberangebot, das ihr aus dem Pearl-Shop kaufen könnt, und zwar unter ja, dem grünen Reiter, wenn ihr im Pearl-Shop seid. Da könnt ihr für 1 Million 10 Stunden Combat und 10 Stunden Talent-Skill Bücher kaufen, mit denen könnt ihr euch an die Puppe stellen und AFK leveln. Das gilt aber nicht für den Tag-Char. Die Tag-Char XP profitiert nicht von diesen Puppen. Ja, ganz wichtig, wenn ihr das System auschecken wolltet. Ich bin dagegen. Das Spiel ist dagegen. Event Nummer 3, Rubino, besser gesagt auf Deutsch, in dem C-Bereich heißt er Rubin. Ab dem Donnerstag gibt es hier ein zweiwöchiges Event und zwar hat Rubino 2 Locations, einmal in der Nähe von Igor Batali in Velia oder bei Lara in Heidel. Wenn wir Rubino dort antreffen, der steht da halt immer für 4 Stunden jeweils, können wir mit ihm labern und er gibt uns durch eine Quest ein paar Belohnungen. Einmal einen temporären Titel, 2023 Kalfion, der wieder entfernt wird und nochmal so eine kleine Goodiebox mit vielen verschiedenen Items. Ne? Aus diesen Items bekommen wir so ein paar Sachen, die wir mögen. Das nehmen wir mit, das können wir einmal machen, ne? Ist ja weekly. Ja, und dann Leute, Highlight überhaupt, ne? Nummer 1, Event Nummer 4, nämlich Item Drop Rate 50%. 50% mehr Beuterate für 2 Wochen. Kurz vor Kalfion Ball endet das Ganze und dieses Event brauchen wir auch, denn wir haben Großes vor. Ja, mit dem Release von Arthurs Schuhen, also dem Upgrade der Boss-Schuhe oder Blackstar-Schuhe, die es zuvor gab, gibt es auch wieder mal ein Kafra-Extraktions-Event. Wie funktioniert dieses Event? Ganz einfach. Und zwar normalerweise verlieren wir beim Kafran-Extrahieren, beim Schmied, immer 5% der Kafras und wir zahlen pro entfernten Kafra 100.000 Silber. Das Ganze wird während des Zeitraums bis zum 3. Januar ja, über den Haufen geworfen, denn wir bekommen 100% der Kafras extrahiert, also wir verlieren keine 5% und wir zahlen nur 1 Silber pro extrahierten Kafra. Ziehen wir 20.000 Kafras raus, wird uns 20.000 Silber abgezogen, das war's. Sehr schön, Leute, sehr schön, sehr wichtig. Das Event werdet ihr brauchen, wenn ihr vor allem Schuhe habt, Boss-Schuhe, die höheres Kafra-Level haben als 10. Aber kommen wir ganz kurz zum Pearl-Item. Das waren jetzt die Events. Also zum Pearl-Shop zu sagen, habe ich heute nicht wirklich viel. Wir müssen uns unbedingt die deutschen Pearl-Shop-Angebote anschauen, denn hier sind ein paar Sachen mit dabei, aber nichts Weltbewegendes. Ein neues Kostüm, Jolly Winter Dream, Winterland, Sword, sieht
wie ein Nachtkleidchen aus, sieht sehr elegant aus, aber lasst uns das gerne im Stream nochmal analysieren. Um 13.30 Uhr versuche ich den Stream zu starten, dann schauen wir uns das ganz schnell an und dann gehen wir auch direkt grinden. Also, wenn ihr es verpassen solltet, diese Pearl-Analyse auf dem deutschen Markt, einfach mal Ausrufezeichen Perlenladen im Stream eingeben, dann seht ihr einen Command mit den Überschriften von Angeboten, wo ich sage, das ist ganz nett oder ganz gut oder sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum Patch, ja, zum eigentlichen Patch. Also, es geht direkt los. Dark Seekers Room. Rückzugsort des Dunkelsuchers wird der neue Spot genannt. Man braucht 310 AP, 420 DP. Ich habe mir ein paar Videos schon angeguckt, habe das versucht schon so zu analysieren. Ich kann euch schon mal sagen, von dem, was ich jetzt erfahren habe, ich habe gemeinsam mit Sonic uns ein paar Videos angeguckt von verschiedenen YouTubern, die in Korea da schon gegrindet haben. Also, man versucht, diese Gruppe von Monstern immer so zu fokussieren, dass man immer den großen, ihr seht, es gibt einen großen und meistens fünf begleitende Minions, Monster, ne? Es gibt da wohl Caster und Nahkämpfer, aber die kleinen sind sehr agil, die drehen sich schneller um zu euch als der große. Der große ist sehr träge. Der große, wenn man ihn permanent backattackt, sollte aber trotzdem zeitgleich sterben mit den Kleinen, selbst wenn ihr die Kleinen nicht backattackt. Also das Ziel ist es auf jeden Fall, soweit wir es analysieren konnten, in der kurzen YouTube-Analyse, ohne wirklich viele Guides zu lesen oder zu sehen. Man fokussiert den Großen, backattackt ihn, wenn er sich umdreht, dreht ihr euch mit ihm um, damit ihr permanent von hinten angreift und die Kleinen sterben mit der Zeit sowieso, auch wenn ihr sie nicht backattacken solltet. Es gibt ein kleines Event zu dem Ganzen, das gab es beim Release von Korea nicht, und zwar dieses Event. Wenn das Event entsteht, haben wir jetzt erstmal festgestellt, da werden Items gedroppt, und zwar hier Glut, ne? Die Glut, die Ember, die für die Flamme der Resonanz benötigt wird, damit wir die Flamme in Arthur-Schuh umändern können. Das Event wird getriggert und 5 Minuten lang werden die Monster, die auf dem Pack gespawnt sind, CC'd. Also die sind benebelt. Wenn ihr da hingeht, dann seht ihr, wie die am Taumeln sind. Ne? Die greifen euch nicht an. Super interessantes Event. Und was ich auch gesehen habe, ist, das Ding hat auch, wenn es droppt, eine hohe Chance, Kabur-Relikt-Embers zu droppen. Ob das garantiert ist oder nicht, haben wir in der kurzen Zeit nicht herausfinden können. Aber auf jeden Fall, nettes Event, nehmen wir gerne, ja? Und mit 50% Drop-Event sollte es hoffentlich häufig getriggert werden. Ja, also, wie immer, 100 Embers, ne, Glut der Resonanz, tauschen wir um in die Flamme der Resonanz. Wenn wir dann gewisse Bedingungen erfüllen, können wir mit einem Pen Blackstar Schuhe oder Pen Urugons, sprich, Schrägstrich, Pen Muskan auf Kafra Stufe 10 in Pen, mit der Flamme zusammen eintauschen und können dann, ja, eins von beiden auswählen. Auswählen, vorsichtig gesagt, weil es ist abhängig davon, ob ihr Muskans oder Urugons gibt, ne? Bei Muskans sind es natürlich die grünen für Evasion und bei Urugons sind es die blauen für Damage Reduction. Die blauen haben diesmal auch mehr DP, also ihr habt mehr Gearscore mit den blauen, aber bei den Handschuhen verliert ihr genau die gleiche DP, weil da die grünen mehr DP haben, ja? Hier seht ihr es ja auch nochmal, ne? Rechts DR, links Evasion, 89 zu 87 auf Base. Das Ganze geht hoch auf bis zu Pen. Ne? Schöne Grüße an Duck, ne? Träumer, Pen. Nee, ich mache nur Spaß. Viel Erfolg weiterhin bei deinem Road to Pen. Hier haben wir 104 und 102 DP, also mein Ziel wird Ted sein, also ich werde hier die Ted DR Schuhe holen. 101 DP in meinen Tash, aber ja, dann, das sind die Bedingungen, die ihr erfüllen müsst, damit ihr die Schuhe eintauschen könnt. Wir dachten die ganze Zeit, wir müssen die Main-Quest von Ulukita beenden. Wir haben letzte Woche dafür wie verrückt die Vor-Quest gemacht. Ich habe sie immer noch nicht gemacht. Und heute erfahren wir, dass wie in Korea das nicht mal eine Bedingung ist. Abschluss der Hauptquest in der Ulukita. Die Hauptquest müssen wir gar nicht machen. Ne? Weil Dürger, irgendein wichtiger NPC, entfernt worden ist. Ihr müsst nur 56 sein, ihr müsst die Flamme haben, ihr müsst Pen Schuhe haben und yalla. Ihr könnt sie aber auch jederzeit wechseln, von DR zu Evasion. Dafür braucht ihr 200 Scorch Sun Fragments aus Elvia Kalfion und dann könnt ihr sie eintauschen. Sollte sich dabei zuvor ein anderer Name darauf befunden haben, könnt ihr durch diesen Tauschvorgang euren eigenen Namen reingravieren auf das Item. Ziemlich nice. So, kommen wir zum zweiten wichtigen Item, den wir dort grinden können, und zwar Kaburs Relikte. Kaburs Relikte sind mit Abstand die besten Relikte für fast jeden einzelnen Fall, also fast. Für Präzision oder so nicht unbedingt, aber ihr habt 7 Monster AP, die Monster AK Relikte haben zuvor 6 AP. Dann haben wir plus 20 Monster Schadensreduktion, die Monster Schadensreduktionsrelikte haben eigentlich 9 DR, die haben 20. Wir haben Max HP 100, Max Ausdauer 75,
Davon 2 Stück gesockelt, du bist untötbar. Kapi. Naja, das ganze Ding ist so selten, dass sie auch noch Fragmente, also Petty Pieces, für dieses Kabur-Relikt hinzugefügt haben. Das heißt also, du kannst hier ebenfalls 100 Stück grinden, plus 1000 magischer Lichtsteinkristall und kannst sie zu einem Kabur-Relikt kombinieren. Das Ganze, sowohl die Embers als auch die Flamme, als auch die Petty Pieces für Relikte und das Relikt selber sind verkaufbar im Markt. Ich habe schon den Korea-Markt abgecheckt, Dinger sind highly preordered, jeder will sie haben, Vorbestellungen ohne Ende, Maxpreise für die Petty Pieces, also für die Embers und Pitties, sind 100 Millionen und für das fertige Ding dementsprechend einfach linear hoch 10 Milliarden. 10 Milliarden. Du kannst beides auch so droppen, Flamme und Relikt ist so droppbar, aber sehr, sehr selten, ne? Laut Koreanern. Ja, bevor wir weiter zum Patch gehen, noch ein paar Sachen, die ich hier erwähnen möchte. Also grinden tun wir in Olokita für den neuen Spot auf der rechten Seite unter Tungat Ruinen. Hier das ganze Areal wird dafür verfügbar sein. Mehr habe ich bis jetzt nicht herausgefunden, ne? Also ich habe da natürlich schon mir einen Spot ausgesucht. Ich weiß nicht, ob es der beste ist. Ich weiß nicht, ob er gut ist. Ich weiß nicht, ob er schlecht ist. Wir werden es testen, ne? Kommt gerne in den Stream rein. Im Rahmen des Sabatons werden wir sehr, sehr viel BDO auch grinden, neben den ganzen Side-Projekten, die wir mit Abe und Young geplant haben. Aber ich möchte verdammt sein, wenn ich das Ding nicht bis Donnerstagabend gedroppt habe. Oder zumindest bis übers Wochenende. Also, dann geht es weiter. Klassenänderungen, ja. Ihr wisst ja, momentan werden im PvE sehr viele Klassen angepasst, das Ganze auch jetzt PvP-wise und die Klassenanpassungen gehen weiter. Heute gebuffte Klassen auf dem Tagesmenü sind Succession, Sorg, Awakening, Sorg. Wir haben Awakening und Succession Tamer und nicht nur PvE und PvP wird wild gebufft, sondern es wird halt auch vor allem über Angriffsreichweite gebufft, ja. So vor allem beim Striker, bei Tamer, bei Valkyrie, ja, aber auch bei den anderen Klassen, die ich erwähne, wird immer ein bisschen Reichweite angepasst. Es wird zugunsten des Spielers angepasst, also die Range erhöht sich, ja. Hier sieht man auch so schöne Vorher- und Nachher-Bilder. Alle Links werde ich euch unten in die Beschreibung reinhauen, dann könnt ihr euch die in Ruhe angucken. Aber ansonsten fasse ich das Ganze mal weiter zusammen. Meva in Succession, Valkyrie in Succession Awakening, Kunoichi in Succession, Ninja in Succession, ja, Witch Wizard in Succession werden noch weiter gebufft. Also keine Ahnung, weit und breit noch keine Sicht von Awakening Nerfs, die eigentlich im Global Lab angekündigt wurden. Davon wird scheinbar nichts kommen. Aber ja. Ich bin gespannt. Ich werde mit Awakening Wizard in den neuen Ulokita-Spot übrigens reingehen zum Testen. Danach werden wir sehen, ob wir dann nochmal auf Succession wechseln. Bei diesen ganzen Änderungen, bei diesen ganzen Buffs, wird mir schon ein bisschen schwindelig. Succession Striker bekommt mehr Range, wie wir auch noch gleich im Korea-Patch sehen werden, auch noch mehr Damage. Dann Mystique Succession wird gebufft, Mystique Awakening wird gebufft, Lan Awakening wird gebufft. Dann, ja, das war's. Gut, dann Arena of Solaire, ein Übungsmodus wird hinzugefügt. In diesem Übungsmodus könnt ihr jetzt also täglich außerhalb der Season auch schon reingehen. Und ihr bekommt auch Belohnungen, wenn ihr gewinnt oder verliert. Ihr bekommt nämlich hier diese Siegel von Solar. 20 beim Win, 5 beim Lose, 10 bei Unentschieden. Und diese können wir dann wiederum eintauschen gegen jederzeit eintauschbare Gegenstände, gegen einmal täglich austauschbare Gegenstände, einmal wöchentlich und einmal insgesamt. Wie zum Beispiel diese Weapon Exchange Coupons. Davon brauchen wir aber recht viele. Die Weekly mit der Loot Scroll ist, denke ich, the way to go. 20 davon für 3 Loot Scrolls. Yummy. Gut, einige Items werden da in der Arena of Solaire noch angepasst. Und dann Kutum und Karanda werden im Markt verkaufbar sein. Ich habe gerade schon mal abgecheckt. In Korea auf dem Markt sind beide Herze von Karanda und Kutum bei ungefähr 100 Millionen gelistet. Ne? Nicht 50 Millionen Min-Preis und nicht auch maximales Max-Preis 500 Millionen, sondern irgendwo bei 100 Millionen. Ne? Bei denen ist der Patch schon seit einer Woche draußen und es pendelt sich bei 100 Millionen auch ein. Dann haben wir Anpassungen von Einkaufslimits im Zentralmarkt. Das heißt, wir können gewisse Gegenstände jetzt öfter preordern, sofern sie auch verfügbar sind. Ne? Hier seht ihr mal die Menge, die drin sein muss, damit ihr höchstens so viele einkaufen könnt. Dazu gehören zum Beispiel Memfrags, ne? Harte, scharfe, Lichtsteine, Rohstoffe wie Blut, Holz, Kafras und dann auch Mahlzeiten, Eier, irgendwelche Basic-Rohstoffe, ja, also ihr bekommt deutlich mehr jetzt zu kaufen als zuvor. Die ganzen Auren der Bosse, die wir gegen Memfrags eintauschen können oder gegen Waffen, die Waffen nur einmalig zuvor,
aber jetzt ab sofort kann man die Waffen so oft eintauschen, wie man möchte, aber man tauscht halt idealerweise die Auren gegen Memphrex. 1:1 kann man sie jetzt bei Schmieden eintauschen, und zwar alle Auren, die ihr besitzt, von Urugon, von Bex, von Dimtree, von was auch immer. So, dann haben wir nochmal ein paar Blackshrine-Anpassungen bezüglich Songakshi. Die wird ein bisschen schwächer und Goldene Schweinekönig ebenfalls. Das heißt, die werden einfacher für uns. Ja, dann gibt es ja die Lara Daily in Heidel. Daraus wird eine Weekly gemacht. Wir brauchen einfach nur die Mats mal 7 und es ist immer Kartoffelteig übrigens. Und wir bekommen dementsprechend auch den 7-fachen Loot. Ja? Dann haben wir noch die neuen Dailies für Ulukita-Spots. Ne? Alle 3 Spots, also sprich Stadt der Toten, Tungat Ruin und Dark Seekers Room, Rückzugsort der Dunkelsuchers oder was auch immer. Die haben jetzt alle eine Daily bekommen. Bei diesen jeweils 3 Dailies pro Spot bekommst du in Summe 45 Kafras. Ja, gut. Dann gibt es noch zuletzt auf dem EU-Patch für uns heute noch die neue UI für Abklingzeit-Skills. Ne? Also wenn ihr die Skills auf Abklingzeit sockelt, dann könnt ihr euch da noch eine Notiz runter mit ranhängen. Ne? Bei mir wird auf jeden Fall bei den Skills stehen, You are old man. Gut, damit kommen wir jetzt aber, nachdem ich noch mal kurz ankündige, dass wir das automatische Würfeln noch eingeführt haben, kommen wir jetzt zum Korea-Patch. In Korea haben sie heute auch Content bekommen und ich freue mich sehr auf den Patch nächste Woche. Asha Server Nummer 2 wird in Korea heute released, sehr wahrscheinlich bei uns nächste Woche. Auf diesem neuen Asha Server haben wir dieselben Rahmenbedingungen, also 50% mehr Droprate, aber wir haben eine Änderung bezüglich PvP. Außerhalb einer Gruppe, und ein Platoon kann man nicht gründen, kann man nicht den Gegenüber identifizieren. Nicht mit einer Flamme, nicht mit dies, nicht mit das. Die Gegner sind alle anonym. Selbst Guildies. Also wolltet ihr euren Guildies mal schon mal in den Arsch treten, dann geht auf diesen Server, sucht sie und tretet denen in den Arsch. Ne? Es sei denn, ihr seid mit denen in einer Gruppe, dann könnt ihr sie nicht töten. Wie ihr hier sehen könnt, seht ihr nur noch den Schriftzug starker Abenteurer, ne, wo ich das weiß. Ich habe Koreanisch gelernt. Gut, dann geht es weiter. Ja, weitere Buffs für Klassen. Ja, Awakening Sorg wird gebufft. Musa Succession wird gebufft. Musa Awakening wird gebufft. Meva Succession wird gebufft. Hashashin Succession und Awakening werden gebufft. Striker Succession wird noch mehr gebufft. Ne? Ragehammer, Red Fang. Ich heule. Awakening Megu wird gebufft. Interesting. Das ist alles nicht so interessant. Wir gehen direkt zum interessanten Zeug. Die Black Shrines werden weiter gebufft, also beziehungsweise genervt und für uns gebufft. Sowas wie Gummiho wird genervt, dann Doxini wird genervt, Bari wird genervt, Emoji wird weiter genervt, Goldener Schweinekönig wird genervt, Sangun wird genervt. Das heißt, sie werden für uns einfacher gemacht. Sie machen hauptsächlich weniger Damage und die Mechaniken sind teilweise ein bisschen abgeändert, aber das gucken wir uns dann morgen, nächste Woche nochmal im EU-Patch an. Für Solaris Arena, für den Übungsmodus, den es ja jetzt schon seit einer Woche in Korea gibt, gibt es ab heute, für uns also ab nächster Woche, auch eine benutzerdefinierte Spielererstellung. Ja? Das heißt also, wir können jetzt hier unsere Games selber definieren und können 3 vs. 3 Freunde gegeneinander antreten lassen, was ziemlich geil ist, auch für Turnierzwecke. Ich rieche ein Wakayashi-Turnier, ein Amen, ein Hashtag Käse in den Kommentaren, Leute, damit wir das Projekt pushen, ja? Gut, dann gibt es für das 10er Minispiel beim Live-Skillen Vereinfachungen. Hauptsächlich habt ihr länger Zeit für die Spiele, aber sie wurden auch vereinfacht, ne? Ihr müsst bei dem Sammeln nicht mehr irgendwie 5 bis 7 Wurzeln identifizieren, sondern nur noch 4 bis 5 als Beispiel. Dann das Thema Sea-Content wird extrem gebufft, ja, und zwar dahingehend, dass wir mehr Dailies, mehr Weeklies haben und vor allem einfachere Dailies und Weeklies. Aber auch der Von-Bis-Prozess in diesem Content wird gebufft. Das heißt also, es werden extra Seemonster platziert, die deutlich einfacher zu töten sind mit eurem T1-Schiff. Und ihr braucht nicht mehr unbedingt die Hilfe eines erfahrenen Karakenbesitzers, ja. Dann gibt es ja Titel, 3 verschiedene Titel für jeden Seemonster, den ihr kennt. Es gibt weitere Buffs wie gesagt, Dailies und Weeklies, wo ihr Candidums, Nine Sharks und Dunkeleisenzahn töten müsst. Dafür bekommt ihr einen Haufen Seemünzen, Sea Coins. Es gibt Weeklies, die geben nochmal mehr. Ihr könnt sie auch einfach kombinieren, wenn ihr einfach 3 Dailies macht hintereinander und vorher die Weekly annimmt, dann könnt ihr beide Quests gleichzeitig abschließen. Man bufft
den Werdegang zur Karacke. Ne? Man braucht halt für diese Perlen und den Barren nicht mehr 3000 und 5100 Trades, sondern weniger, 1000 und 1500. Das ist alles sehr detailliert und Kauderwelsch. Ne? Wenn ihr euch mal mit dem Thema beschäftigt, dann werdet ihr verstehen, was das für ein Buff ist. Die Okila-Münzen, die man durch Daily Quests und Weekly Quests auf Okila Eye bekommen hat, die werden gebufft. Das heißt, ihr könnt weniger eintauschen gegen besseren Loot. Der steht hier. Ne? Und dann haben wir auch einen Buff bezüglich Erfahrung, Seeerfahrung auf den Seglern, die man mitnimmt. Ne? Ne, vorher waren es bei 20 Seglern 10%, jetzt 20%. Vorher waren es bei 10 Seglern 18%, jetzt 37% pro Segler. Ja, und das ganze T10 Gedöns wird in Korea heute gebufft, und zwar wird Altmond Grand Prix gebufft. Das ist ein Pferderennen, was entsteht zwischen Spielern, und es hat einfach keinen Sinn mehr gehabt, weil der Loot zu schlecht war und weil es einfach keine Spieler mehr dafür gab. Es gibt jetzt ein Matchmaking, sodass die Spieler schneller zusammengetragen werden und gefunden werden, und es gibt reichlich Weeklies, die man jetzt für T10 nutzen kann. Insgesamt könnt ihr durch 60 Altmond-Siegel, Münzen, die man durch das Gewinnen oder Verlieren in diesem Modus bekommt, 90 Königsfahnenwurzel und insgesamt drei Federn, drei fantastische Federn hier ergaunern. Das ist heftig, Leute. Ich bekomme aktuell alle 7 Tage 92 Königsfahnenwurzel. Damit kriege ich einfach 182, fast die doppelte Menge. Das ist krank. Das ist krank. So, vorher hast du 24 Münzen bei Platz 1 bekommen, jetzt 40. Bei Platz 2 15, jetzt 25. Bei Platz 3 10, jetzt 15. Und so weiter und so fort. Also man bekommt deutlich mehr Münzen und es geht deutlich schneller und was auch immer. Geile Sache. Kann man bei Setina eintauschen, oder die Setina Quest nimmt man, also die Quest nimmt man bei Setina an, die Weeklies. Und Byproducts gibt es auch für T10 Content, aber ist nicht so interessant. Krypta wird ja gebufft für viele Spieler. Für die High-End-Spieler wird es genervt. High-End-Spieler haben es bereits schon gemanagt, dass sie in Krypta 100% Hitrate haben. Und mit 100% Hitrate ist deren Evasion egal. Die Evasion wird aber jetzt genervt. Das heißt, die Monster haben weniger Evasion. Das heißt, man braucht weniger Genauigkeit als Spieler, um die Monster zu treffen. Um das Ganze auszugleichen, haben sie aber die Monster um 24% tankiger gemacht. Die haben mehr Leben bekommen. Das heißt, für alle Leute, die schon bisher 100% Hitrate hatten, ist das ein Nerf, weil die einfach jetzt 24% tankiger sind. Das war's. Leute, wir sehen uns um 14 Uhr spätestens auf twitch.tv/wakayashi. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Follow da. Ja, und hier denkt an den Sabaton, der Leute, ich bin jetzt Vollzeit-Content-Creator und ich habe da maximal Bock drauf. Ne? Und das ist der Hamburger Dom zum Beispiel, das sind pinke Haare, das ist ein guter Yeltsin und das ist Wurstwasser. Lest euch das mal selber durch, Leute, das wird euch richtig gefallen. Alter.